Und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, ich habe jetzt mir eure Kommentare soweit durchgelesen und es gibt tatsächlich noch ein paar Sachen, die ich vor dem Ende erledigen möchte. Und angefangen hier einmal, jetzt kein Boss, und zwar soll es hier noch Items geben. Ich habe mir das einfach mal so markiert, in diese Richtung soll ich reiten. Und da soll man wohl irgendwie runterkommen können. Hab mir das jetzt noch nicht angeschaut, also ich seid jetzt einfach mal live dabei. Wie ich mir das angucke. Okay, das habe ich mir jetzt schon anders vorgestellt. Eine Wurzel oder sowas? Hier sind Töpfe. War ich da unten nicht schon mal? Ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz sicher, aber hier dran kann ich mich gar nicht erinnern. Also hier drauf war ich hundertprozentig noch nie. Ich schau mich mal um. Okay, Handlung Topf. Da gab es auch einen Updraft, keine Ahnung. Ich habe jetzt das Kommentar nicht nochmal durchgelesen. Aber Redung war auf jeden Fall von der Festung zum niederen Erdenbaum an der Seite irgendwo runter. Bei irgendwelchen Wurzeln oder so. Bei den Töpfen auf jeden Fall auch. Aber ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal hier runter, oder? Ich würde sagen, ich muss da an der Seite gucken. Ansonsten. Die Wurzeln sind bestimmt nicht gemeint. Hier war ja auch ein Updraft. Dann lass uns doch erstmal hier runterspringen. Und dann hier an der Seite mal gucken. Schauen, ob ich das finde. Okay, da hinten ist, glaube ich, nichts. Ich steige hier mal ab. Diese Wurzeln sind bestimmt gemeint. Und der Weg da nach unten, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da an dieser Wurzel vielleicht, wenn ich da drauf springen kann, dann geht das. Genau, hier runter. Okay, da war ich bestimmt noch nicht. Ich dachte eigentlich, ich wäre da mal gewesen, aber nö. Auf irgendeiner Zwischenebene war ich, meine ich. Wegen dem Gemälde, aber das kann auch wohl von hier hinten gewesen sein, dass man das von da aus sehen konnte. Das hier ist neu. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke für den Tipp. Dass man hier noch runter kann. Ich glaube, den kennt auch nicht jeder. Okay, was ist das denn? Ach, das ist ein Golem. Aber das Blaue meine ich. Ist das seine Waffe? Kennen wir die Waffe schon so, wie er die hat? Oder ist das etwas Neues? Das wäre es ja jetzt noch. Wenn da auch noch ein neuer Gegner wäre. Aber ich denke mal, das wird ein Golem sein mit einer Waffe, die wir auch schon kennen. Ich glaube, ich sollte aufsteigen hier. Aber den Sprung schaffe ich sonst nicht. Okay. Da mal auf die Wurzel. Und dann lass uns mal den Magier-Golem oder so besiegen. Was auch immer das da ist. Aufwachen, Junge. Oh Gott, der ist stark. Die Waffe kennen wir doch noch nicht, oder? So eine Axt, weiß ich gerade gar nicht. Obwohl, noch eine Axt haben die häufiger. Das ist aber trotzdem neu. Jo, das ist heftig. What the fuck? Okay. Ich bin impressed. Ich glaube, den hätte ich damals auch nicht hingekriegt. Der ist echt stark. Aber. Naja, sogar noch sein, dass ich hier sterbe. Vor allem hat er keine Schwachstelle gerade hier. Das heißt, dann wird schwierig. Da vorne sitzt auch ein Geist. Habe ich das Gemälde nie bekommen? Habe ich danach nie gesucht? Ich anscheinend. Ich dachte. Wir hätten das mal gefunden. Oder ich habe das nur gesucht. Ja, okay, da kann ich gerade nicht lang. Außer ich mache hier so einen Capoeira Dance aus Ocean 12. Oceans 12. Aber nee, den kann ich leider nicht. Nee, mach nicht normal, Junge. Bitte stoß mich hier nicht runter. Das wird mich richtig unwohl. Oh, das ist schlecht. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich falle echt.
Okay, den versuchen wir nochmal. Damit habe ich nicht mehr gerechnet, dass ich jetzt hier diese Folge vielleicht... Obwohl, da kommen noch ein paar Bosse. Den zähle ich jetzt eigentlich auch damit. Okay. Malenias Klinge hat's drauf. Damit war da echt gar kein Problem mehr. Also mein Schwert scheint nicht so gut gewesen zu sein gegen die. Wohl im Hellebarde. Hatten wir die schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Eine große Hellebarde aus schwarzem Stein, gefertigt von einer Zivilisation, die längst vergangen ist. Die bevorzugte Waffe des Wächter-Golems. Ja, cool. Ja, meine Rune habe ich jetzt leider verloren, aber das ist halb so wild. Ein Runenbogen. Okay, den hätte ich tatsächlich mir schon so während des Kampfes aufnehmen können. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Aber dann ist das Besondere wahrscheinlich nur der Gemäldetyp hier, ne? Und ich dachte, wir hätten den. Wo ist denn der jetzt? Ich dachte, wir hätten den Typen schon. Weil das ist das Bild. Hundertprozentig, das kenne ich auf jeden Fall noch. Aber wo sitzt denn der jetzt? Vorhin hatte ich den ja mal gesehen. Hier hinten vielleicht? Ja, okay. Was gibt's denn hier für ein Item? Kriegsasche Pfeilhagel. Ist das für Pfeile? Also für Pfeile, genau, richtig. Für Bögen oder was? Das ist ja cool. Ja, hier ist es nicht. Kriegsasche, wenn dann überhaupt. Hier unten. Ja, tatsächlich für Bögen. Zur Verwendung mit allen Bögen sogar. Diese Kriegsasche verleiht eure Waffe keine Affinität, aber folgendes Talent. Pfeilhagel. Ein Talent für Bogenschützen. Nehmt eine niedrige Haltung ein und feuert mehrere Pfeile hoch in die Luft, damit sie den Gegner wie wie ein Hagelschauer treffen. Zur Verwendung mit allen Bögen. Ja, nice.
Dankeschön für den Tipp, wie gesagt, nochmal. Ich dachte tatsächlich, ich hätte alle Gemälde. Und ich dachte, auch das hier hatten wir mal gefunden. Irgendwie hatte ich das so auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schirm. Ja, cool. Der Weg hier runter ist nur echt ätzend. Also, da bin ich jetzt tatsächlich einige Male dran verreckt. Habt ihr ja jetzt gesehen, aber das war jetzt alles mehr unlucky, muss ich sagen. Aber da sind jetzt ein paar Tote drauf. Wahrscheinlich sogar der 800. Tod jetzt. Eigentlich dachte ich, das wird erst beim Endboss der Fall sein, dass ich 800 Tode hinkriege, aber mal schauen, ob wir immer noch mal die 1000 voll machen, sobald die DLCs raus sind. Oder das erste DLC. Ich gehe stark davon aus. So, nächstes Ding. Hier vorne. Lennis Turm. Da soll es wohl noch einen starken dunklen Reiter geben. Wenn nicht sogar den stärksten. Ach so, nee, da sind wir reingekommen. Ich dachte kurz, warum ist denn das Tor noch zu? Aber da sind wir von der Seite reingesprungen. Gibt es da eigentlich noch einen richtigen offiziellen Eingang oder war das eigentlich das, was ich gemacht habe, das Offizielle? Ich habe mich auf jeden Fall ziemlich cheesy gefühlt. Ne, das Ding war ja auch kaputt, genau. Ne, ich glaube, ich habe tatsächlich sogar den richtigen Eingang gewählt, ne? Sowas gab es ja schon mal in Leonia. Da musste man auf der Mauer rumkraxeln, außerhalb und dann auch reinspringen. Von daher geht's. So. Ich bin mir jetzt bei diesem Reiter ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher, ob wir den schon haben oder nicht. Ich dachte irgendwie, wir hätten hier schon mal was besiegt, aber wenn das ein starker ist, dann wahrscheinlich nicht. Ne, da ist er sogar noch. Okay. Da bleibe ich jetzt aber nicht bei der Waffe. Da gehe ich wieder zurück. Und vielleicht sogar zu der hier. Mal gucken. So, das kann ich jetzt auch wieder wegmachen. Der hat mich auch gar nicht getroffen. Was setzen wir dafür ein? Hier unten eigentlich, ne? Was hatten wir denn immer drin? Hier, Blutverlust erhöht die Angriffskraft. Das hätte ich gern wieder. Ansonsten brauche ich hier nichts, oder? Hier könnten wir das Vergiftungsdrink reinpacken, aber nö, passt schon. So, dann waffen wir uns mal und dann geht's rein ins Getümmel. Mal schauen, was der drauf hat. Ich bin wirklich gespannt. Zumindest wurde mir versprochen, das soll einer der Stärkeren sein. Aber versuch's jetzt mal so. Vielleicht können wir den vom Pferd holen. Oh, der sieht sogar cool aus. Also der sieht nicht so aus wie die anderen, oder? Wait, ach, verdammt, ich weiß es gerade gar nicht. Oder haben die alle so eine Rüstung an? Weil die Rüstung haben wir ja mal im Schneegebiet gefunden. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher, ob die alle so aussahen. Ja, aber wir machen ihm Schaden. Also das ist kein Problem für uns. Der ist jetzt nicht so stark, dass ich sterben werde. Glaube ich. Ich glaube, ich schnetze den jetzt einfach weg. Nee, ich glaube, das war eher eine Fehleinschätzung. Der war auf jeden Fall schwächer als die im Schneegebiet. Kriegsasche Bluthundschritt. Oh, nice. Das ist bestimmt cool. Wenn man das häufig einsetzt. Wahrscheinlich derjenige, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das genau war, der mir den Kommentar drunter geschrieben hatte. Wahrscheinlich warst du einfach noch ein bisschen underlevelt oder sowas und deswegen hast du den wahrscheinlich als schwieriger betrachtet. So geht es mir ja mit manchen anderen Bossen auch. Da fühlte ich mich, also war ich auch underlevelt wahrscheinlich. Und deswegen waren die für mich einiges schwieriger. So, jetzt warte mal. Kriegsasche. Aber trotzdem danke für den Tipp. Also wieder mal ein Boss, den ich nicht gefunden habe von alleine, den ich jetzt nochmal nachholen konnte. Bluthundschritt, wo ist denn der? Da. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität solide und folgendes Talent. Also so ein Geschicksding. Bluthundschritt. Ein Talent, mit dem ihr kurz unsichtbar werdet und blitzschnell ausweicht. Ihr bewegt euch weiter und schneller als mit einem normalen Schnellschritt. Oh, das ist krass. In diesem Talent könnt ihr fixierte Ziele umkreisen. Ja, das habe ich tatsächlich jetzt im Let's Play nie ausgerüstet, sowas. Aber als ich mit meinem Kumpel gezockt hatte, hatte ich anfangs mal
so, keine Ahnung, so Waffen ausprobiert, die ich sonst nie gezockt habe. Krallen und Peitschen. Und mit den Krallen hatte ich dann auch diesen Schritt. Da konnte man halt mit L2 halt so einen Schritt aktivieren und womit man easy hinter die Feinde kommt. Und das hört sich so an, als würde man dann noch zusätzlich unsichtbar werden und der Schritt noch weiter geht als der normale Schnellschritt. Das hört sich echt extrem gut an. Also wenn ich nochmal sowas alleine zocken sollte, dann hole ich mir den. Also nochmal irgendwann das Spiel ohne Schild durchspielen. Das wäre nochmal so ein Ding. Das glaube ich, will ich nochmal irgendwann machen. Einfach nochmal ohne Schild bis hier, also bis zum Endboss irgendwie kommen. Mal gucken, ob man das dann ohne Asche schafft. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wäre schon eine Herausforderung, das mal zu probieren. Und dann würde ich auf jeden Fall auf so einen Schnellschritt gehen, damit man schön hinter die Gegner kommt und halt eben deswegen kein Schild braucht. So, ich muss mal ganz kurz auf meine Liste gucken. Also, wir haben Forcellia, haben wir sogar noch. Alter, ich habe alles in Caelid anscheinend hier vergessen. Forcellia, ich glaube, irgendwo hier müsste ein Todesvogel sein. Also noch ein Nachtboss mehr. Gab es hier sonst keinen Ort der Gnade? Dann reiche ich von hier aus. Krass. Komplett Forcellia. Ich meine, ja, okay, da wird man mit Töpfen beworfen, ne? Macht Sinn, dass man sich dann irgendwo hinsetzen kann. Da einmal. Moment. Hatten wir eigentlich diese Kriegsasche hier hinten? Mal ganz kurz gucken. Es scheint so, ja, hier ist nichts mehr. Gut. Da war ich mir nämlich auch nicht mehr so ganz sicher. Genau, und dann hier. Mir fehlt ja hier auch noch irgendwo eine Kriegsasche. Nee, eine Anrufung. So rum. Verwechsel das immer noch. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die sein sollte. Habe ich jetzt auch nicht noch herausgefunden irgendwie oder ist mir nicht eingefallen zwischen den Aufnahmen. Ich bin eigentlich schon mal ganz froh, dass ich überhaupt mal wieder zum Elden Ring zocken komme, weil das in den letzten Tagen nichts wurde. Keine Zeit gehabt. So, jetzt bin ich gespannt. Wo ist denn hier? Oh, da. Der da? Nee, das ist kein Todesvogel. Mist, ich weiß jetzt leider nicht genau die Location. Irgendwie vor den Toren Celias, glaube ich. Aber das kann ja viel bedeuten. Was ist das rechts? Ich meine, der spawnt ja eigentlich erst, ne? Der ist ja, der steht ja nicht hier schon. Der kommt ja von oben rangeflogen. Aber das ist ja tatsächlich. Oh, perfekt. Das ist sogar ein Todesritenvogel. Ups. Okay. Vor denen habe ich ein bisschen mehr Schiss. Aber der geht auf jeden Fall. Den schnetzt du dich einfach weg. Ja, okay. Der mich auch. Ja, genau. Ich wusste es, ich verbrenne. Ich dachte erst so, oh, vielleicht habe ich Glück, weil ich oberhalb der Flamme stehe und ich kriege keinen Schaden. Ja, okay. Das war jetzt unnötig, aber den kriegen wir auf jeden Fall tot. Da ist er weg. Sehr schön. Ja, ich bin gerade erstmal wieder hier hingeritten. Was? Schüreisen des Todes? Okay, gucken wir uns gleich an. Ich bin gerade erstmal wieder hier hingeritten. Und dachte ich so, hä, wo ist denn der jetzt? Ich habe meine Ruhe eingesammelt. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, es ist ja wieder Tag. Und wieder zurück und wieder hin. Es war schön. Vor allem, weil der Ort der Gnade ja so weit weg ist. So, den nehmen wir noch mit. So, was ist ein Schüreisen des Todes? Irgendeine Waffe, ja, wahrscheinlich. Hier, ein Großschwert. Oh. Okay, sag mal her. Mit Weisheitskaliber löst Frost aus. Cool. Eine Dornenrute der Todesvögel. Diese Vögel sind die Hüter der Friedhofsfeuer. Angeblich haken sie die aschenden Überreste der Toten aus den Scheiterhaufen. Die haken? Die arschende Überreste der
Toten aus den Scheiterhaufen. Okay. Das soll ein Großschwert sein? Okay, das sieht für mich nicht aus wie ein Großschwert, aber cool. Es schwingt sich halt wie eins, ne? Das ist halt das Ding. Ja, okay, ich kann die Special-Fähigkeit wahrscheinlich nicht einsetzen. Was ist denn da drauf? Geisterflamme entfachen. Stoß mit einem, Stoß mit der Dornenrute zu. Ja, das passt schon eher, eine Rute. Um eine Geisterflamme an ihrer Spitze zu entfachen. Setzt mit einem normalen Angriff nach, um den Boden mit Geisterflammen zu überziehen. Oder löst mit einem starken Angriff eine Explosion aus. Cool. Zwei verschiedene Sachen? Das ist nice. I like. Irgendwie eine coole Sache. Braucht auch nicht so hohe Werte. Ja, Stärke 15, Geschick 17. Also ein bisschen Quality und dann ein bisschen Weisheit nur. Braucht man tatsächlich auch nicht viel. Ich bräuchte noch einen Weisheitspunkt. Ach komm. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? Wir machen uns hier einfach mal... Geben uns hier einen so ein Weisheitsding. Hier. Und dann... Let's go. Okay, ich dachte, ich kann das jetzt wieder so Baseballschläger wegmachen. Okay, ich dachte eigentlich, das bleibt ein bisschen bestehen. Aber anscheinend nicht. Ich nochmal auf so einer geraden Fläche. So, und dann... Okay, so schlage ich nach unten. Das ist dann einfach nach vorne. Ah, ah ja. Das, sowas wollte ich, genau. Warum macht er das denn bei dem großen Schlag nach unten nicht? Hm, schade. Ist ja auch cool gewesen, wenn da so eine große Fläche unter uns entstanden wäre. Ich meine, wir brauchen ja keinen Schaden oder so nehmen. So, und dann war es das hier mit Kehlet. Und der letzte, wenn ich das richtig verstanden habe, war nach diesem Aufzug. Oder nee, nach diesem Aufzug. Und dann ein paar Gegner weiter. Ich glaube, der Aufzug, der nach der Stadt kommt, das müsste der hier sein. In den verbotenen Landen. Okay, gucken wir mal darum. Dauert alles doch noch länger, als ich dachte. Ich dachte so, ja, erstmal kurz eine Viertelstunde hier den ganzen Kram machen. Alter, wie das hier aussieht. Und dann haben wir das hier auch schon fix und fertig. Aber... jetzt bin ich schon über eine halbe Stunde hier am Aufnehmen. Aber das lag auch sehr viel an den kuriosen Wegen. Da muss ich lang. Oh, wer ist das? Nee, das sind die nicht. Warte, wir haben aber Nacht, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was auf mich wartet. Ob das ein Reiter ist oder ein Todesvogel. To be honest. Ich weiß nur, dass die mich damals richtig abgefuckt haben. Gegner hier. Ich fand das Gebiet richtig schwierig. Aber jetzt sollte das... Oder? Ich weiß noch nicht genau. Deren Waffen sind oder deren Moves sind immer noch ein bisschen mies. Aber wo geht's denn hier nochmal lang? Das weiß ich gar nicht mehr. Ui. Wie geil ist das denn hier? Hatte ich das damals auch schon gesehen? Glaube nicht. Will da rein. Warum kann man hier nicht tiefer in den Magen? Bin jetzt trotzdem ziemlich cool. Okay, lass mal hier ein bisschen irgendwie was markieren. Ich weiß nicht, wie weit ich hier halt hin muss. Ich glaube, nur die ersten paar Gegner waren gemeint. Hier ist so eine Säule. Hier muss ich rüber, oder was? Das ist noch ein Item. Als ob wir das nie geholt haben. Ich bin höher als sonst, oder? Wir sind da unten lang gelaufen, oder wie? Ich erkenne halt nichts. Das ist alles... Alles dunkel und nebelig. Ich meine, ich war froh, als ich hier durch war. Das ist halt das Ding. Deswegen vielleicht auch nochmal ganz gut, wenn ich hier nochmal ein bisschen mich umschaue. Aber ich glaube, ich muss hier wirklich runter. Anders geht's gerade nicht.
Oh, ich muss sogar bis runter zu dem Baum. Da ist auf jeden Fall ein Pfad. Ja, hier kann ich runter. Okay, ja, Drachenwundfett. Naja, ist jetzt kein spezielles Item, aber freue ich mich trotzdem drüber. Ein Item mehr. Ja, ich dachte, hier wäre was vor mir. Da. Ach so, noch ein Reiter. Okay. Oh, oh. Vielleicht war das auch der Stärkere. Und ich habe mich gerade vertan. Da nehme ich alles zurück. Man war ja eh nicht böse gemeint. Oh, Junge, komm schon. Jetzt mach mal hier nicht. Mach mal nicht den. Lass mich mal angreifen. Nee. Der ist auch nicht stärker. Der ist ungefähr im gleichen Level, würde ich sagen. Aber die können ja, meiner Meinung nach, können die alle eh nichts. Also ich finde die Reiter eh alle recht schwach. Ich glaube, der erste Reiter ist, glaube ich, sogar noch mit der stärkste, weil man den halt recht früh begegnet. Also wenn man ihm begegnet. Der Limgrave auf der Brücke. Ja, komm mal runter. Und jetzt sehe ich dich tot. Ich dachte jetzt tatsächlich noch ein Vogel wäre hier, aber nee. So, was kriegen wir von dem? Kriegsasche Phantomschnitt. Das sieht auch nice aus. Phantomschnitt. Was haben wir denn? Das ist es nicht, das hier aber. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität wertig und folgendes Talent. Phantomschnitt. Ein Talent, mit dem die Dunkelkavalleristen ihren ehemaligen Ausbilder ehren. Der Ausbilder erscheint als Phantom und führt sie an. Um im Sprung die Waffe aufwärts zu schwingen, Warte mal, der Ausbilder erscheint als Phantom und führt sie an, um im Sprung die Waffe aufwärts zu schwingen. Setzt durch weitere Eingabe mit einem Angriff nach. Okay, das wird mir noch nicht so richtig ersichtlich, was dann passiert. Zur Wendung mit Stangenwaffen und Doppelklingen, außer mit großen Speeren. Ich habe Lust, das auszuprobieren. Wir haben 100.000 Runen. Einmal kurz zurück zum Feuerchen. Da ich jetzt diese Folge eh noch nicht in den Bosskampf reingehe und das hier als letzte Folge mit optionalen Kram wahrscheinlich rausbringe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, habe ich noch irgendwas offen gehabt? Nee, ne? Ich hatte ja selbst eigentlich alles erledigt. Denke ich mal. Obwohl, wir könnten noch zu den drei Fingern gehen. Ich hatte mich entschieden, da vielleicht doch nochmal reinzugehen. Weil ich eh das sofort umkehren kann. Dann kann ich eh noch Dinge ins Weg machen. So. Aber erst einmal. Wo habe ich denn? Truhe. Waffe. Einmal rüber. Hier haben wir zwei Dolche. Das muss eigentlich weg. Egal. Gib mir mal irgendwie diese Doppelklinge. Wo haben wir denn diese Doppelklinge? Ich weiß gerade gar nicht, wo die so gelistet sind. Sind die weiter unten? Hier vielleicht, ne? Das sind auf jeden Fall Doppelklingen. Und da können wir auch... Die können wir führen. Die nehmen wir mit. Und dann brauchen wir die Kriegsasche. Da drauf. Und das Ding. Bewertig. Achso, wir können das sowieso noch skalieren. Dann skalier mal bitte auf solide, würde ich sagen. Da haben wir zumindest Geschick drauf. So. Dann zeig mal her. Okay. Interessant. Und das hittet auch die Gegner, oder wie? Mann, ich traue mich gar nicht mit der Waffe gegen die Gegner. Das ist keine gute Idee, ne? Lass mal kurz hier nochmal irgendwo hier am Anfang. Da sind ja genug Gegner. Einfach mal dahin gehen. Weil die hat überhaupt keine Verstärkung drauf, diese Doppelklinge. Das würde nicht gut ausgehen, sagen wir es mal so. Guten Tag, hier haben sie schon Bekanntschaft mit meinem Phantom. Ne, ich habe den nicht gehittet. Das ist ja was. So, jetzt nochmal. Mann, ich hitte die nicht. Was ist das für ein Schmuh? Wie nah muss ich denn dran sein?
Oder ist das normal, dass ich danach nicht hitte? So, ich bin jetzt ganz nah dran. Jetzt hat der andere nicht getroffen. Ja, das ist ja wohl lächerlich. Okay, drei Versuche, drei Fails. Ich würde sagen, die Kriegsasche ist eindeutig durchgefallen. Obwohl die eigentlich ja ganz cool ist, muss ich sagen. Da fällt mir eine Sache ein. Ich muss gerade kurz überlegen. Irgendwo hier war, glaube ich, noch eine Sache, die ich ganz interessant fand. Ein Item oder so. Aber jetzt, ich glaube, hier an dieser Location. Lass mal ganz kurz dahin. Ich meine, da war ich jetzt zum letzten mit meinem Kumpel. Und da haben wir, glaube ich, ein Item gefunden, was ich ganz interessant fand. Woran ich mich jetzt aber tatsächlich schon wieder nicht erinnere. Aber ich dachte mir nur so, hä, das habe ich gar nicht. Ach nee, das war tatsächlich gar nicht so ein Item, was interessant war. Das war was anderes. Aber lass uns das trotzdem mal kurz checken. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Deswegen machen wir das einfach mal so da unten. Wir sind nämlich über diesen Updraft hier hochgekommen. Und ich meine, ich war hier auch mal. Aber guckt euch mal den Typen da an. Der trägt einfach eine Truhe in der Hand. Ich meine, gab es das schon mal irgendwo sonst? Ich finde das super interessant. Ja, stehen geblieben. Also ich finde es cool, dass er eine Truhe in der Hand trägt. Und der ist sogar ein Item, nämlich Goldene Rune 10. Also sind schon mal ein paar Runen. Kann man mitnehmen. Hier waren wir auf jeden Fall zuletzt. Und haben das mitgenommen. Und wir haben tatsächlich auf dieser Straße hier, glaube ich, war das irgendwo, den Glaubensdude, ich weiß schon nicht mehr, Corhis oder so hieß der, glaube ich, den sind wir da begegnet. Da dachte ich so, okay, wir haben jetzt schon was gefunden, was ich nicht hatte. Obwohl der ja auch hätte da sein müssen, meine ich. Oder war ich damals auf dem Altusplateau und Corhis ist noch nicht aufgebrochen zu Goldmask? Ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass ich erst bei der Goldmask war und dann ist er aufgebrochen. Von daher bin ich wahrscheinlich diese Straße hier nie wieder lang gelaufen. Aber mit Sicherheit kann ich das auch nicht sagen. So, und das soll es jetzt auch hier an der Stelle gewesen sein. Jetzt können wir einmal uns tatsächlich zu den drei Fingern begeben. Zu guter Letzt jetzt nochmal ein kleines Highlight am Ende der Folge. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Aber ich weiß, dass ich es rückgängig machen werde, hätte tun, was auch immer jetzt passiert. Übrigens, ja genau, irgendjemand hatte mich nochmal darauf hingewiesen, ob ich denn hier unten überhaupt schon war und ob ich denn auch den Weg hinterm Weg hinterm Weg gefunden habe. Und ja, hier habe ich den. Ich glaube, Wusterlat war das. Hier war ich tatsächlich. Finde ich auch richtig cool, den Weg hier runter. Ich habe übrigens jetzt mit meinem Kumpel sogar noch eine Location gefunden, wie man da unten hinkommt. Also, wie man... Nee, gar nicht, wie man hier nicht hinkommt. Und zwar, wie man hier hinkommt. An diese Location. Ich weiß nicht, ob ihr das kanntet. Es ist jetzt auch nicht so versteckt. Aber ich habe das im Let's Play, glaube ich, nie gesehen. Aber hier am Wasser irgendwo steht nochmal ein Sarg. Und ich glaube, ich bin da nie eingestiegen. Ich müsste das eigentlich in der Folge nochmal nachchecken. Ob ich da jemals drin war oder den zumindest gesehen habe. Drin war ich bestimmt nicht. Aber mit dem Sarg kann man einfach hier hinkommen. Und ich habe mich ja lange Zeit gefragt, wie ich hier hinkomme. Und habe das dann irgendwann zufälligerweise gesehen, dass man über den Turm von Renner da hinkommt. Dieses Rätsel ist auch noch nie gelüftet worden, wer Renner ist, ne? Weil Runny ist es ja eigentlich die Schwester, die sich mal für Renner ausgibt. Zumindest hatte ich das so verstanden. Naja, so, genug gelabert. Lass mal hier Tacheles machen. Lass uns jetzt mal hier nochmal da vorne reingehen. Ich rede nochmal kurz mal hier mit Tayeta. Go to the door ahead. After divesting yourself of your... It will surely open. And the three fingers will welcome. Stimmt. Wir müssen auch noch alle Sachen ablegen. Heißt das auch Rüstung wahrscheinlich, ne? Die wollen uns komplett splitterfasernackt sehen. Ja, ich kann mich aber auch sehen lassen, ey. Ordentliches Sixpack. Geil. Und auch einen guten Schlüpper. So, dann wollen wir mal.
Okay. Das sieht cool aus. Wir sind fingerberührt. Nice. Okay, so kann man sich auch sehen lassen. Richtig geil. Okay, also die Finger haben sich sogar komplett aufgelöst. Aber ich habe keine Lampe mehr dabei. Also hier geht es anscheinend dann nicht weiter. Die waren in diesem Kämmerlein unter der Hauptstadt. Auch richtig eingebrannt hier so ein bisschen. Komisch. Ich weiß nicht, ob die verbannt wurden oder so. Das wurde ja auch mehr als verriegelt. Von Moke oder von... Ich weiß gar nicht. Das verstehe ich ja noch nicht so ganz. Einer irgendwann meinte mal, es gab Moke und Mogwin. Aber den kann ich noch nicht so ganz folgen. Ich meine, klar, es gibt die Mogwin-Dynastie. Aber bei beiden Bossen steht halt nur Moke. Deswegen weiß ich es nicht. Und da oben ist auf jeden Fall der Wächter hiervon, ist auf jeden Fall Moke gewesen. Der Herr des Blutes oder zumindest ein Double von dem. Keine Ahnung, wer genau das ist. Das verstehe ich alles noch nicht so ganz. Aber... Ja, ich... Keine Ahnung. Also ich würde, wenn ich jetzt... Wenn ich das hier früher gemacht hätte, ich hätte versucht, irgendwie oberkörperfrei rumzulaufen. Oder mit unserer alten Kleidung. Wo ist denn die nochmal? Würde das man das dann sehen? Ja, ne? Hiermit? Ja, nee. Ja, so ein bisschen. Aber auch die Augen, richtig cool. Vom Wahnsinn durchzogen. Das ist nice. I like. Da mit dem Outfit würde ich das, glaube ich, wohl sogar feiern. Muss ich mir mal merken. Dann würde ich das hier aber vielleicht sogar früher irgendwann mal machen. Finde ich geil. So, Hayata, was sagst du zu meinem neuen Outfit? The flame of chaos has nestled within you. Could you please rest your hand upon me? Burn me with the flame to make me your maiden. Okay, das ist wahrscheinlich dann das. Warte mal, darf ich das? Ich darf das alles machen, oder? Soll ich sie jetzt niederbrennen? Ich dachte, das wäre jetzt die Sache, die ich dann am Ende machen muss. So ein bisschen wie bei Dark Souls halt am Ende kommt, steht sie dann da und dann verbrenne ich sie und dadurch, keine Ahnung, machen wir den Wahnsinn hier irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was deren Aufgabe ist oder was die wollen. Weil das ist ja ein Ende. Es gibt die Goldene Ordnung, die einfach den Elden Ring wiederherstellt oder so. Und vielleicht den Erdenbaum auch wieder im alten Glanz erstrahlen lässt. Obwohl ich den ja gerade abgefackelt habe. Und soweit ich weiß, muss man das ja machen. Dann gibt es die ewige Nacht. Das, was ich machen möchte. Mit Runny. Da habe ich am meisten Verständnis für. Die wollen es halt. Die haben halt keinen Bock auf die Helligkeit. Die wollen es dunkel haben. Stehe ich voll drauf. Und die hier? Was wollen denn die drei Finger? Diesen Wahnsinn halt in die Welt treiben, aber so richtig nachvollziehen kann ich den ganzen Kram noch nicht. Egal, ich berühre die jetzt einfach mal. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie was ein bisschen zu weit treiben sollte und ich tatsächlich dieses Ende bekomme, dann ist es okay für mich. Weil ich werde das Spiel sowieso nochmal durchspielen, dann habe ich halt dieses Ende. Aber ich würde trotzdem Runnys Ende versuchen noch zu bekommen. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall mal machen wollen. Oh mein Gott. Sie tut mir so leid. Alter, was mache ich nur? Glaube ich, ziehe mich erstmal wieder an. Uiuiui. Alter, die tut mir so leid. Die hat so ein grausames Leben. Seitdem wir der begegnet sind. Erst füttern wir sie mit Augen, wovon die sie keine Ahnung hatte. Wo sind meine Handschuhe? Fingerabdruck, nee. Dunkelkavalleristen, nee. Und dann erfährt sie das auch noch, dass sie Augen ist. Ich bin blind, warte mal kurz. Rüstung ist neben Malenias.
Das heißt, hier oben, hier müssen die sein, genau. So, ja, und dann will sie auch nochmal, weiß ich nicht, so eine vergammelte Traube halt haben, die von dem Wahnsinn durchzogen ist. Und jetzt verschmelzen wir doch auch noch ihre Augen. Also hat sie davon auch nichts mehr. Und jetzt schreit sie auch noch so übel dahin. Da. So, jetzt haben wir langsam unsere Ausrüstung wieder zusammen. So, Hayata. Hast du dich beruhigt? As your maiden, allow me to divine them. All that there is came from the one great. Then came fractures, and births, and souls. But the greater will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed? Must be returned, melted all away with the yellow chaos flame, until all is one again. Ah, okay. Da habe ich ja mal eine halbwegs gute Erklärung. Also die stehen einfach nur nicht darauf, was der höhere Wille gemacht hat und wollen das irgendwie wieder rückgängig machen. Sozusagen vielleicht eine Welt ohne Götter? Fände ich eigentlich sogar ganz gut. Muss ich sagen. Also immer noch das, also immer noch, hört sich glaube ich immer noch besser an als ja einfach nur dem höheren Willen zu gehorchen und einfach alles wieder so zu machen, wie es vorher war. Was im Endeffekt nur zu Krieg geführt hat, obwohl ich glaube, zu Krieg führt immer irgendwas, egal was wir machen werden. Aber schon ganz interessant, dass sie uns einfach dankt, das ist so krank einfach nur, ne? Howled without words, saying they wished they were never born. Become their lord, take their torment, despair, their affliction, every sin, every curse, and melt it all away. As the lord of chaos, no more fractures, no more birth. Ja, okay, das hört sich wieder spontane Selbstzündung. Oh. Okay, sie ist tot. Siegel der rasenden Flamme. Rasender Flammenstein. Oh, jetzt haben wir sogar ein Siegel dafür. Das ist ja nice. Der skaliert mit Weisheit und Glaube. Verstärkt Anrufungen der rasenden Flamme. Löst leichten Wahnsinn aus. 55. Ein formloses, heiliges Siegel verliehen von der Jungfer der drei Finger. Verbessert die Anrufungen der rasenden Flamme. Dieses Siegel ist das Symbol des Fürsten der rasenden Flamme. Skaliert Anrufungen der Stärke, des Geschicks, der Weisheit und des Glaubens. Das ist crazy. Also skaliert einfach mit allen Sachen, egal was wir machen. Natürlich Glaube am meisten. Aber jeder Wert sorgt nochmal dafür, dass es besser wird. Das ist richtig cool. Und dann die ganzen rasenden Sachen, die wir einsetzen. Mist, hatten wir jetzt gerade noch ein zweites Item bekommen? Shit, ich habe nicht aufgepasst. Siegel der rasenden Flamme und... ja, goldene Saaten haben wir genug. Haben wir noch eine Anrufung bekommen? Eine rasende Flamme-Anrufung? Nee, ne? Das waren nur die vier. Ich dachte, es wären zwei Items gewesen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Muss ich vielleicht gleich nochmal kurz in die Aufnahme reinschauen. Alter Vater, ey. Okay, Hayata kokelt jetzt erstmal vor sich hin. Wir sind der neue Herr der Rasenflamme. Die Augen sehen auf jeden Fall insane cool aus. Das gefällt mir. Ja, nice. Okay.
Und jetzt wollen wir das alles natürlich noch versuchen, rückgängig zu machen. Ich setze mich erstmal kurz hier dran und check mal kurz in der Aufnahme, ob das noch ein Item war, was wir uns angucken sollten. Okay, sie ist jetzt komplett weggekokelt. Ich habe kurz nachgeschaut, was wir bekommen hatten, was das zweite war. Aber das war tatsächlich nur dieser rasende Flammenstein, den kennen wir schon. Meines Wissens nach. Müsste der hier irgendwo sein? Oh ja, wenn ich wüsste, wo, ne? Das ist immer schwierig. Schwebender Schmetterling, der hier? Ne, gelbe Glut war das sonst. Moment, haben wir das vielleicht doch noch nicht gehabt? Rasender Flammenstein. Hier. Verbraucht FP halt kontinuierlich Chaos, Jünger. Ah, stimmt. Warte mal, hä? Wir haben nur 5 Stück, wir haben 5 Stück bekommen. Wo habe ich die hergehabt? Die kann man da oben irgendwie einsetzen. Das, glaube ich, wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Und dann wird einer sogar zu einem Händler oder so? Ach, verdammt. Oh, da gibt es wirklich noch was vielleicht, was ich tun muss. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer. Shit. Ich glaube, es stand damals in den Kommentaren drin, dass ich da und da rein theoretisch irgendjemanden, glaube ich, zum Händler machen könnte. Ah, nee, gar nicht. Ich komme damit an diese Items ran. Das war das, nicht zum Händler. Das waren hier alles Händler. Deswegen habe ich diese Connection gerade im Kopf. Aber ich glaube, man muss die irgendwie hier einsetzen, um an die Items zu kommen. Ja. Moinsen. Boah, alter Junge. Ich kann gerade noch nicht angreifen. So, jetzt geht's wieder. Gelbe Glut. Okay, ich dachte irgendwie, man kommt da irgendwie ran. Warte, warte mal, da ist... Ist da überhaupt ein Item? Das ist so eine Kerze. Kann auch sein, dass es nur eine Kerze ist. Aber hier gibt es auf jeden Fall so Items, aber ich glaube, die sind nicht allzu wichtig. Die man irgendwie damit bekommen kann. Aber das Prinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber es gibt hier auf jeden Fall noch so ein paar Items. Mal ausprobieren hier. Ich glaube, das habe ich damals auch gemacht. Irgendwie genau so einfach mal den Stein neben die Typen gelegt. Jetzt werden die geheilt halt. Aber das bringt mir nichts. Oh moin. Diese gehen schon ordentlich ab mit ihren Chaos-Zaubern. Also sie machen gut Schaden. Ah, das hier ist alles richtig krank. Vor allem, was machen diese ganzen Händler hier oder die Leute mit den Geigen? Was hat es damit eigentlich auf sich? Was haben die mit der rasenden Flamme zu tun? Richtig komisch. Also da muss es ja auch noch einen Lore-Hintergrund eigentlich für geben, oder? Ja, aber das sind Kerzen. Aber ich meine, es gab hier auch Items und da kann man auch irgendwie rankommen. Man kann auf jeden Fall die Sachen zerstören. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie, und ist auch nicht so wichtig. Das kann weg. Und jetzt wollen wir nochmal hier hin. Da muss ich hin. Zum Drachen. Und da soll ich wohl in der Arena mich wieder zurückverwandeln können. Zumindest hatte ich das jetzt so verstanden. Deswegen wollen wir da mal hin und dann sollte ich diese goldenen Augen da wieder wegkriegen und vielleicht auch die Narben vom Körper. Obwohl ich finde, ja, die sind echt cool. Das hätte ich dann auf jeden Fall, wenn ich den Weg eh einschlage, schon würde ich versuchen, das viel früher zu machen. So. Ja, dann rennen wir hier nochmal kurz vorbei. Den Weg kenne ich nämlich schon in- und auswendig. Obwohl, so viele Tries habe ich ja nicht gegen Plassi Dusax. So hieß er, glaube ich. Habe ich ja nicht gebraucht. So, hier einmal rund. Oh, shit. Uiuiui, das war knapp. Da war ich ein bisschen falsch. Aber ich habe überlebt. Aber es sind eh schon genug Tode. Also, ich hätte anfangs nicht gedacht, dass ich so viele Tode habe.
Bei Elden Ring, aber das liegt vielleicht auch an der Länge des Spiels. Ich habe ja ordentlich viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Vielleicht, weil ich mir auch alles durchlese und bei allen Orten zweimal sein muss, bis ich alles habe. Ich dachte, ich kann mich hier nochmal hinlegen. Oder muss ich das jetzt einfach hier irgendwie einsetzen? Oder kann ich das jetzt nicht mehr, weil ich schon zu viel gemacht habe? Nutzen kann ich das hier auf jeden Fall nicht. Unterdrückt eine 1 akzeptierte rasende Flamme. Ja. Hatte ich so verstanden. Also ich hatte eigentlich so verstanden, dass ich mich jetzt wieder hinlege, dann irgendwie das alles nochmal passiert und ich dann mitten im Drachenraum das einsetzen kann. Ansonsten halt hier, aber ich glaube, da habe ich irgendwas falsch verstanden. Ist jetzt noch nicht allzu wild. Hätte ich nur schon gerne erledigt. Aber da muss ich jetzt nochmal kurz abwarten, was ihr dazu sagt. Wenn ihr mir schreibt, das kann ich nicht mehr zurückgängig machen, ist das völlig egal, ist das völlig fein für mich. Dann werde ich das Spiel einfach mit der rasenden Flamme abschließen. Und falls ich was falsch mache, dann könnt ihr mich gerne berichtigen, wie ich das hier richtig hinkriege. Also wie ich die Augen wieder wegbekomme. Und diese 1 akzeptierte rasende Flamme vielleicht auch noch wieder wegbekomme. Aber kann auch sein, dass ich jetzt dadurch, dass ich Hayata berührt habe, zu weit gegangen bin. Das weiß ich halt leider nicht. Vielleicht hätte ich das nicht machen dürfen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Aber dann ist das so. Ich bleibe jetzt einfach mal hier direkt stehen. Und dann könnt ihr mir gerne einmal weiterhelfen. Ansonsten wird es in der nächsten Folge auf jeden Fall... Also kann auch sein, dass ich noch ein paar Sachen davor machen muss. Aber ich dachte eigentlich, das wär's. Mir wurde damals gesagt, ich müsste eine längere Questreihe machen. Aber ich glaube, damit war einfach gemeint, ich müsste Malenia besiegen. Und das ist schon heftig. Um das wieder zurückgängig zu machen. Dabei ist sie optional. Aber ja, wie gesagt, beim nächsten Mal wird dann wahrscheinlich das Spiel durchgespielt. Jetzt habe ich wirklich hoffentlich alles im Game erledigt. Keine Ahnung. Und dann können wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall dem Boss komplett widmen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf den Endgegner. Wird jetzt langsam auch Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!